Hallihallo, Hallöle, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist 19 Uhr am 22. April und in diesem kleinen Clip geht es um den Eurostox. Den mache ich heute deswegen, weil ich den das letzte Mal am 10.3. gemacht habe. Da waren wir hier und den habe ich ziemlich gut erwischt von der Aussage damals. Da habe ich gesagt, das ist noch nicht fertig. Und ich habe auch sogar gesagt, und das Öl auch nicht. Weil Öl, das war schon heiße Geschichte in dieser Woche. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das werde ich auch gar nicht analysieren. Was soll ich denn da mit der Technik machen? Ja? Gut, wir waren am 10. am März hier, haben fette Gaps gehabt, ordentlich runter nochmal auf die 2286. So, und dann sind wir recht impulsiv wieder hoch, haben korrigiert relativ flott bis zu dem 38,2er Retracement, haben dieses Gap geschlossen. Und das haben viele Indizes gemacht. Ja. Wir sind aber verglichen mit anderen, also insbesondere Nasdaq, noch ganz weit weg von der 200-Tage-Linie. Die ist bei 3462. Also da muss ich jetzt erstmal gar nicht drauf schauen. Sie sehen das hier, das ist ähnlich wie im DAX. Ja. Schnelle Bewegung nach oben, kurz seitwärts, ein bisschen hoch und jetzt verhungert der hier oben wieder. Handel zwischen 10 und 20-Tage-Linie. Ist für mich ein bisschen langweilig. Sehr schön, sind verschiedene Dinge hier aber zu sehen. Hier einmal das Band gedreht, zack. Von der Bewegung das entgegengesetzte Band gedreht, seitwärts oder korrektiv ist zu erwarten. Hier war es korrektiv bis zur 20-Tage-Linie erstmal wieder, um dann nach dieser Oszillierung hier nochmal drüber zu gehen. Das passiert ganz häufig. Das ist eigentlich ein Chart aus dem Lehrbuch, muss man wirklich sagen. Also sowas, ich glaube, das nehme ich mal fürs nächste Webinar. Dann sind jetzt die Bänder wieder sehr eng. Natürlich nicht so eng wie hier, ist ja klar. Aber das hier ist eng verglichen mit dem hier. Also insgesamt eine Beruhigung. Aber ich halte diese Beruhigung für sehr trügerisch. Also zum einen, wir haben nur dieses 38er Retracement gesehen. Wir sind noch nicht mal bis zum 50er gekommen. Das ist bei 3077. Und wie gesagt, handeln zwischen 10 und 20 Tagelinie quasi völlig neutral in der Mitte der Bänder. Der ruht sich gerade aus und das ist das Trügerische. Naja, das mag ich nicht so besonders. Wir haben Verkaufssignale über die moderne Sichtweise, noch keine über die traditionelle Sichtweise im Trendfolger. Das die Stochastik, der Oszillator ist ebenfalls negativ. Also zumindest ich sehe da nichts Positives. Also irgendwas muss passieren, um hier nochmal einen positiven Impuls reinzubringen. Das passiert in dem Moment, wenn wir dieses Hoch hier vom 14.04. bei 2957 überbieten würden. Dann hat er Platz bis zu diesem Gap hier. Das ist das vom 6.3. und das Closing war bei 3237. Das hat er. Ich weiß nur nicht, was es machen soll. Was soll das auslösen? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, ohne jetzt Corona im Hinterkopf, nichts dergleichen, muss ich sagen, das hier ist neutral, kann ich keinen Punkt vergeben. Die Bänder sind eng, kann ich auch nichts zu sagen. Wir haben ein Verkaufssignal über das MACD, wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik. Das sind zwei Punkte, die negativ sind. Was mir wirklich ein bisschen schwer fällt zu sehen, ist dieses 1, 2, 3, 4-fach Boden. Hier so im Bereich 2790. Wenn der mit einer Stundenkerze unterboten ist, sagen wir mal 2775, muss ich davon ausgehen, dass wir recht schnell dieses Gap hier vom 3.4. schließen. Und da sind wir bei 2661. Ich glaube, das wäre einfacher für den Markt, aber was schon einfach. Aber tatsächlich, das ist ein 1, 2, 3, 4-fach Boden. Da mal drauf schauen, auf Stundenbasis 2775, das wäre vielleicht eine Initialzündung. Und nach oben ist es die 2957. Ich habe euch Scheine mitgebracht für beide Fälle. Es ist für mich noch kein Handlungsbedarf im Moment. Ja. Der eine, der Call, der liegt hier drunter, unter diesem letzten größeren, signifikanteren Zwischentief, ja, was so eine Art Umbrella-Doji ist. 2595er. Hat einen 12er Hebel. Ist nichts Wildes, kann aber eine ganz heiße Kiste werden. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC1A1A. GC1A1A. 2595. Das wäre eine Geschichte, die man überlegen könnte, wenn wir hier drüber gehen. Aber wenn wir das wirklich schaffen sollten, was ich im Moment nicht glauben darf, also im Moment für die nächsten 3, 4 Handelstage,
dann kann man auch, wenn er das schafft, auch einen nehmen, der unter der 20 Tage Linie gibt und da mal ordentlich einen Hebel reinmachen, so einen 2770er, 2000, vielleicht sogar einen 2800er, wieso nicht? Freche Option. So, schauen wir mal nach dem Putt. Ich habe nicht so viel Interessantes gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte ihn auch, ich tue mich schwer, hier eine Basis zu finden. Die muss eigentlich schon entweder ganz brutal hier hinterliegen, hinter diesem vorhin beschriebenen 2957, entweder da, oder hier hinter dem 50er Retracement 3077. Schwierig, ist echt nicht schwierig. Ich habe mich letztendlich für den hier entschieden. Das ist ein relativ kleiner Hebel im Moment. Das ist eine Basis 3353. Und das ist die Kennnummer CH0Q3B. CH0Q3B. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein. Ja, mir fällt im Moment nichts anderes ein. Der kommt dann ins Spiel, wenn wir das hier rausgenommen haben. Aber wenn wir diesen Bereich hier von der 2775, ist mein Punkt, rausgenommen haben, dann gehe ich, glaube ich, auch in so einen Hardcore-Schein rein. 2960, 70. Das ist aber noch zu früh zu sagen. Also im Moment, heute hier und jetzt, ist kein Handelsbedarf. Ich gebe dem Freund hier nochmal einen Tag. Und dann mal weiterschauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.